Hallo, herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Ich mache heute eine ungarische Spezialität, die heißt entweder Langos oder Langos. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie man das ausspricht. Das gibt es meistens auf dem Weihnachtsmarkt. Und bei uns gab es das aber auch schon früher, zu Hause bei meiner Mama. Denn in der Türkei gibt es es nämlich auch. Da heißt es dann zwar nicht so, da heißt es nur Kasatma, also Fettgebackenes. Ist nicht so ein schöner Ausdruck, weil eigentlich will man den Namen Fett nie hören. Aber es wird im Fett frittiert und es ist einfach ein ganz normaler Hefeteig, den man dann später schön belegen kann. Und auf dem Weihnachtsmarkt kriegt man die zum Beispiel deftig mit so einer schönen Knoblauchsoße und mit etwas Käse drüber oder mit etwas Nutella und Marmelade. Und eigentlich kann man die essen, wie man möchte. Deswegen bereiten wir jetzt erstmal den Hefeteig vor und dann kümmern wir uns um die Füllung oder um das Topping besser gesagt. Also, für den Hefeteig brauchen wir 500 Gramm Mehl, einen Würfel Hefe, einen Esslöffel Zucker, einen Teelöffel Salz, 100 Milliliter Milch und etwa 250 Milliliter lauwarmes Wasser. Ich werde jetzt schon mal den Hefeteig zubereiten, mache das hier in der Rührmaschine, aber ihr wisst, das könnt ihr auch einfach per Hand kneten. Die Hefe bröckle ich dann jetzt einfach in die Maschine rein, gebe da den Zucker dazu und ein bisschen Wasser und löst es jetzt erstmal auf. Und das könnte man jetzt so ein bisschen stehen lassen, damit man eben so einen Vorteig macht. Dann geht der Hefeteig später nämlich besser auf. Aber ich werde den jetzt einfach gleich weiterverarbeiten. Ich möchte jetzt nur, dass sich die Hefe schön auflöst. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Wasser rein und lasse jetzt aber mal so etwa 100 Milliliter übrig, wobei ich die wahrscheinlich aufbrauchen werde. Die Milch kommt auch dazu. Dann das Salz und das Mehl. Und jetzt lasse ich das zu einem glatten Hefeteig kneten. Und wenn ihr das per Hand macht, solltet ihr so etwa 4-5 Minuten lang rühren, bis ein schöner weicher Teig entsteht. Also der darf jetzt dieses Mal wirklich weicher sein als zum Beispiel mein Nusszopfteig. Mein Teig ist jetzt durchgeknetet und jetzt werde ich ihn erstmal gehen lassen. Dafür gebe ich mir ein bisschen Öl auf die Hände, denn der Teig ist wirklich sehr weich und damit befette ich jetzt noch ein bisschen die Schüssel und kann jetzt den Teig rausnehmen, ohne dass er jetzt an meinen Händen klebt. Aber komm, wir lassen den Teig erstmal gehen, Samira. Okay, du darfst mit dem weiterarbeiten und wir werden den Rest jetzt aber gehen lassen, damit wir gleich ganz lockere Langos backen können. Also, wir machen jetzt einmal eine Knoblauch-Kräutercreme. Dafür habe ich jetzt hier 300 Gramm Schmand und saure Sahne vermischt. Nehmt einfach das, was ihr da habt, Creme Fraiche, irgendwas, was eben schön cremig ist. Hier noch ein paar frische Kräuter, Basilikum und Pfefferminze, Salz, Pfeffer und wer möchte, kann auch Chili hinzufügen. Und hier sind natürlich noch die Knoblauchzehen, die habe ich nicht gesehen. Zwei Stück. Und das wäre jetzt praktisch so die Knoblauchcreme. Und dann habe ich hier noch ein paar andere Zutaten. Mein Mann hat sich zum Beispiel Paprikamark gewünscht. Das ist allerdings sehr scharf. Und ich esse ganz gerne getrocknete Tomaten. Und hier haben wir den Käse, mit dem wir das belegen. Und zwar habe ich jetzt hier einen Käse genommen, der aus Schafsmilch gewonnen wird, weil der etwas würziger und kräftiger schmeckt. Und das waren jetzt wieder so drei mediterrane Produkte von Bagdad. Ich nehme die halt immer ganz gerne, weil man die überall bekommt. Also die bekommt man nicht nur im türkischen Supermarkt, sondern eben auch in Supermärkten wie Globus, Edeka, Rewe. Ich glaube, der Netto hat sie auch. Und da gibt es einfach diese Auswahl. Und ich finde, da könnt ihr gut drankommen. Und deswegen kann ich die eben auch benutzen. Meine Mama macht die Langos immer ganz gern mit einer Füllung. Und ich habe deswegen hier auch mal das vorbereitet. Ich habe hier etwas Feta-Käse. Das war jetzt auch einer von Bagdad. Und zwar gibt es die in so großen Dosen. So entweder klein oder groß. Und wir kaufen immer ganz gerne die kleinen. Wobei ich auch oft mal die großen mitnehme, weil ich den schön einfrieren kann. Und den zerbrösel ich jetzt gleich und gebe da noch etwas Petersilie mit dazu. Und wer das Ganze nicht herzhaft möchte, so wie wir, kann, wie die Samira, was hast du hier? Nutella nehmen. Nutella, sag mal Nutella. Ja, die sagt immer Nutella. Früher war es? Matadau. Matadau war es früher, genau.
Oder man nimmt einfach etwas Zimtzucker. Jetzt bereiten wir kurz die Knoblauchcreme vor. Du darfst rühren. Ich muss Pipi. Dann geh du schnell Pipi, ich mach weiter. Ja, aber warte mich. Ja, ich rühre nicht, du rührst. Ja. Aber ich kann schon mal den Knoblauch zerkleinern. Ja, aber warte mich auf Nutella, right? Ja, mit dem Nutella warte ich auf dich, keine Sorge. Bitte. Nutella kommt da nicht rein. Die Kräuter kann man jetzt entweder fein hacken oder ich nehme jetzt einfach so eine Schere von der Samira. Was ist denn das eigentlich, ein Fisch oder? Und kann das da kurz reinschneiden. Und jetzt gebe ich hier noch etwa einen Viertel bis halben Teelöffel Salz rein. Lieber nicht zu viel. Und noch etwas Pfeffer. Können wir mal probieren? Magst du probieren? Nein. Aber ich will probieren. Puh. Schon knoblauchhaltig. Boah. So. Das war's jetzt. Heute Abend hast du keine Freunde mehr. Das ist nicht lecker. Ich gebe da jetzt noch ein bisschen Oregano rein und stelle es dann auf die Seite. Oregano nehme ich jetzt aber getrocknet. Und im Prinzip muss ich jetzt nur noch hier den Feta-Käse vorbereiten und kurz zerkrümeln. Das kannst du mal machen, einfach zerkrümeln, okay? Okay. So mit den Fingerspitzen. Und ich hacke jetzt hier einfach noch ein bisschen Petersilie rein. Ich gebe jetzt hier einfach die Petersilie drauf und verrühre das gleich, wenn ich saubere Hände habe. Mein Hefeteig ist jetzt schön aufgegangen und ich werde jetzt die Langosch formen. Und zwar habe ich meine Hände ein bisschen eingefettet, damit es jetzt nicht so klebt. Und nehme mir hier einfach mal den Teig heraus und portioniere ihn. Ich mache jetzt so kleinere. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es ja mehr die großen, aber ich habe daheim nur einen normalen Topf. So. Und immer wenn es klebt, einfach ein bisschen Öl nehmen. Sind wir da mal heute nicht so sparsam. Ich frittiere ja sonst nichts. Und dann könnt ihr einfach mit euren Händen so ein bisschen auseinanderdrücken. Ich mache das einfach in so einem Deckel von so einer Tupper-Schüssel. So. Und das muss auch nicht irgendwie besonders sein, das geht ganz einfach so. Das Fett habe ich jetzt auch schon mal erhitzt und zwar nehme ich da jetzt Frittieröl, weil ich das einfach optimal erhitzen kann und auch mehrfach verwenden kann, wenn ich möchte. Und die optimale Temperatur sind jetzt bei 170 Grad ungefähr. Ich habe da jetzt so einen Thermometer, aber das braucht man auch gar nicht. Ich zeige euch da gleich noch einen anderen Trick. Hier wird man es jetzt auf dem Thermometer sehen. Ich warte jetzt einfach noch kurz. Ich habe auch hier noch eine zweite Pfanne, damit es schneller geht. Ich warte noch kurz und zeige euch mal, wie man das mit einem Holzlöffel auch testet. Und während ich das sage, fällt mir auf, ich habe keinen Holzlöffel mehr. Ich finde noch was aus Holz. Hier habe ich was aus Holz. Ich habe keine Holzlöffel mehr, ich habe nur noch Silikon. Aber man steckt einfach den Holzstab hier rein. Wird jetzt auf den Schaschlikspieß gehen. Und jetzt bilden sich gleich Blubberbläschen. Das dauert jetzt aber noch ein bisschen. Das sieht man hier, die kommen jetzt nicht sofort. Ah, jetzt so langsam wird es heiß. Und wir können die Langosch drin. Dann nehme ich sie einfach und lasse sie vorsichtig ins heiße Fett laufen. Und da müsst ihr echt auf eure Finger aufpassen. Und ich schalte jetzt aber den Herd so ein bisschen auf mittlere Stufe, damit das Fett jetzt nicht noch heißer wird. Und von der Form her ist es komplett egal, was ihr macht. Es muss einfach ein bisschen flach gedrückt werden und in die Länge gezogen werden. Außen darf es ruhig ein bisschen dicker sein, dann wird es innen nämlich schön knusprig. Und hier kann ich jetzt schon mal meine Langosch wenden. Sie haben jetzt schon eine schöne Farbe. Und wenn sie dann auf beiden Seiten diese schöne Farbe haben, könnt ihr sie herausnehmen. Und ich setze jetzt hier auf etwas, entweder Küchenrolle oder auf eine Serviette, damit sie noch ein bisschen abtropfen können.
und zeige euch jetzt schon mal die mit der Füllung. Und zwar habe ich jetzt hier diesen Käse mit der Petersilie. Das vermische ich ganz kurz miteinander. Und dann gibt er einfach so einen Löffel voll hier in die Mitte. Und jetzt müsst ihr das aber ganz gut verschließen, damit der Käse nicht rausläuft, sonst könnt nämlich das Fett spritzen. Dann wird es zugeklappt. Das ist so die Lieblingsform von meinem Bruder, der isst die gern mit Käse. Und dann werden die einfach auch frittiert. Und da müsst ihr wirklich aufpassen, dass da nichts raustropft. So sehen jetzt die fertig gebackenen Langosch aus. Ich habe jetzt das doppelte Rezept gemacht und wir haben auch schon ein paar abgegeben an die Nachbarn. Die haben sich nämlich beschwert, weil es so lecker gerochen hat. Und jetzt würde ich sagen, richten wir sie an. Hier sind die zwei gefüllten. Ich zeige die euch mal, wie die im Innern aussehen. Hier mit der leckeren Käse-Petersilie-Füllung. Die sind für meinen Bruder. Karima, was hättest du denn gerne? Knoblauch und ganz viel Chili. Okay. Karima ist ein Knoblauch- und Chili-Fan. Auch Käse ja. Drüber? Ja, gerne. Nachher sind Knoblauch- und Chili-Fan ohne Freunde. Stimmt. Das kann passieren. Chili. Wo habe ich Chili? Hier. Nehme ich einfach so Chili-Pulver. Und die Karima, die verträgt viel Chili. So. Und ein bisschen Käse? Gerne. Murat, was hättest du gerne? Paprikamark? Ja, ich habe es hier schon draußen. Achso, dann. Das ist aber scharf, gell? Egal, ich liebe scharf. Und getrocknete Tomaten. Kein Knoblauchcreme. Ja, dann mach nochmal eins mit Knoblauchcreme. Nicht da drauf? Nein, auf das andere. Nämlich sogar zwei. Ja. So. Und jetzt am liebsten, wenn wir jetzt noch Sucuk haben. Ja, Sucuk kannst du mir geben, ich mach's dir drauf. Knoblauchcreme und Tomaten. Und auf die Knoblauchcreme ein bisschen Käse. Oh ja, genau. Und für die Samira, die mag ganz gerne mit Nutella, so wie ich eigentlich auch, nehmen wir halt ein bisschen Nutella. Und wenn die Langosch noch schön warm sind, dann verläuft da das Nutella so ein bisschen drauf. So. Eins für Samira und den Teller nehme ich gerade nochmal. Und wer möchte, kann nämlich etwas Zimtzucker nehmen. Oder das machen wir sogar. Nee, das machen wir nicht drauf. Und einfach ein bisschen mit Zimtzucker essen. Oder mit ganz anderen Sachen. Und da könnt ihr mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, mit was ihr gern euer Langosch esst. Und was so euer Lieblingsbelag ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept gibt es auf sallys-blog.de. Und ich freue mich darüber, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, wie ihr mein Video fandet. Und das Essen ist fertig und die Samira ist da. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Wir sehen uns ganz bald. Tschüss! Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie ich mein Frittierfett entsorge, da werde ich nämlich ganz oft danach gefragt, bei den Cronuts war es auch schon so. Ich lasse jetzt das Fett im Topf abkühlen und werde es dann einmal durch so einen Filter geben, also zum Beispiel durch einen Sieb, da lege ich ein Küchentuch rein und dann kann es da durchtropfen, damit hier diese kleinen Partikel einfach wegkommen, die hier schon verbrannt sind. Und das kann man eben super mit Frittierfett machen, weil man es eben mehrmals verwenden kann. Und dann werde ich es irgendwann, wenn ich es nicht mehr benutze, so nach 3-4 Mal, dann werde ich es einfach in die Flasche zurückfüllen, in die leere natürlich, und kann es entweder in den Restmüll geben oder beim Wertstoffhof abgeben. Also da gibt es wahrscheinlich bei eurer Gemeinde auch so einen Wertstoffhof, wo ihr es abgeben könnt, oder ihr könnt es eben in den Mülleimer schmeißen. Aber ihr dürft es niemals in den Abfluss geben, weil sich das Fett dann da eben dran absetzt und dann kommt da, dann, das kriegt man eben nicht mehr sauber. Und deswegen entweder Mülleimer oder Wertstoffhof.
Jetzt habt ihr ja gerade was Deftiges gesehen, die Langosch waren auch richtig lecker. Und falls ihr jetzt noch Lust habt, euch noch ein Video anzuschauen, dann schaut doch mal auf bunte.de vorbei. Dort habe ich nämlich ganz exklusiv ein richtig leckeres Plätzchenrezept gebacken. Bis gleich, tschüss!